Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Lohnen sich Energiesparlampen wirklich? Ist es sinnvoll, das Geschirr mit der Hand abzuwaschen? Guten Abend, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Bei uns geht es heute um die größten Energiesparmythen. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Die häufigsten Energiesparmythen. Wir sagen Ihnen, ob Handabwasch wirklich effizienter ist und wie Sie auch jetzt noch mit Ihrer Heizung Kosten sparen können. Die schönsten Immobilien am See. In der neuen Rubrik Immobilienträume bekommen Sie exklusive Einblicke in Luxusvillen am Bodensee. Und der große Grilltest geht weiter. Welches Grillzubehör brauchen Sie unbedingt und worauf können Sie verzichten? Immer wieder hören und lesen wir, wie wir am sinnvollsten Energie sparen. Doch sind diese Tipps der Experten wirklich sinnvoll? Wir zeigen Ihnen heute die größten Energiesparmythen. Tag für Tag verbrauchen wir Energie. Mal mehr, mal weniger. Wie viel genau, das können wir ablesen. Wo wir sparen können, das ist oft nicht ganz klar. Um viele Maßnahmen ranken sich zahlreiche Energiesparmythen. Also viele Energiesparmythen, die es gibt, sind einfach, sagen wir, begründet aus Erfahrungen der letzten 40, 50 Jahre. Damals hat es vielleicht noch gegolten, aber sagen wir, mit der Weiterentwicklung und der Technologie hat sich doch vieles verändert und alles ist nicht mehr unbedingt passend. Was entlastet die Haushaltskasse wirklich und was kann getrost als Irrtum abgetan werden? Ein klassischer Mythos ist, dass der Abwasch von Hand energieeffizienter ist, als das Geschirr in der Maschine zu spülen. Ein Irrtum. Früher war das sicher der Fall, da hat man relativ viel Wasser benötigt. Das heißt, dann war wirklich Handabwaschen sparsamer. Heute, die neuen Maschinen brauchen vielleicht noch 6-7 Liter Wasser. Das heißt, da ist eigentlich Spülen mit der Spülmaschine effizienter wie Handwaschen. Was einen weiteren Mythos widerlegt, der Austausch von Altgeräten würde sich nicht lohnen. Wer sinnvoll Energie sparen will, muss sich nur seinen Haushalt genau anschauen. Also bei alten Geräten wichtig immer vergleichen, was braucht die Maschine wirklich. Man kann ja auch, sagen wir, oft die Möglichkeit, Energiemessgeräte auszuleihen. Das heißt, dann kann man messen, was braucht mein Gerät tatsächlich. Lohnt sich dann dieser Tausch, ja oder nein? Ganz gutes Beispiel, alte Gefriertruhe, die verbraucht zum Teil bis zu 1000 Kilowattstunden Strom. Das heißt, so rund 250 Euro. Ein neues Gerät braucht noch ein Fünftel davon. Das heißt, da sieht man, in 2-3 Jahren ist eigentlich die neue Anlage dann auch bezahlt. Apropos Austauschen. Wer bis zum 31. Mai seine Heizung austauscht, kann noch mal richtig Geld sparen. Also es gibt jetzt dann zum 1. Juli diesen Jahres die Novelle des Erneuerbaren Wärmegesetzes. Das heißt, zum Zeitpunkt des Kesseltausches muss ich einen Anteil erneuerbarer Energien bringen. Jeder, der jetzt noch bis Ende Mai den Auftrag an seinen Handwerker vergibt und die Anlage dann auch bis Ende Oktober eingebaut hat, der bekommt im Endeffekt noch das alte Recht mit 10%. Alle, die danach entsprechend installieren, müssen halt mit den 15% arbeiten. Die Energiepreise steigen. Allein für Strom müssen Haushalte rund 60% mehr bezahlen als noch vor 10 Jahren. Gas wurde im gleichen Zeitraum rund ein Drittel teurer. Es lohnt sich also, Energiesparmythen genauer unter die Lupe zu nehmen und so am Ende wirklich zu sparen. Ich bleibe dabei, ich benutze auch weiterhin die Geschirrspülmaschine. In unserer neuen Rubrik zeigen wir Ihnen nun wahre Traumimmobilien. Viel Spaß mit den Immobilienträumen von Bauen und Wohnen. Die Bauen und Wohnen Immobilienträume werden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers.
Die Bauen und Wohnen Immobilienträume wurden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. Auf diese Lage und diese Aussicht kann man wirklich neidisch werden. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit dem Grilltest von Bauen und Wohnen. Heute zeigen wir Ihnen, welches Grillzubehör Sie unbedingt benötigen. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Modisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen. Fliesenstehle in Friedrichshafen. Fliesen-Stehle.de. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Die moderne Technik macht es möglich, Kino für zu Hause. Wir haben einen Filmfan in Kempten besucht, der sich den Traum vom Heimkino erfüllt hat. Eine Heimkinoanlage im Wert eines Kleinwagens. Damit hat sich Markus Meyer einen Traum erfüllt. Grundsätzlich ging es halt los, indem dass man ein Kino besucht und sich irgendwann mal halt ärgert, dass der Ton zu Hause nicht der gleiche ist wie im Kino. Und zu Hause hat man halt doch mehr Privatsphäre. Und durch die Möglichkeiten, die heute einfach gegeben sind mit der modernen Technik, kann man sich so ein Kino auch zu Hause einbauen und hat dann entsprechend auch mehr Freude als in einem mit 200 Leuten befüllten Kinosaal. Ein Heimkino eignet sich für jeden, der gerne Filme schaut. Vorab sollte man sich aber Gedanken machen, wie die Anlage aussehen soll und im Zweifel besser einen Fachmann hinzuziehen. Nur so entsteht echtes Kino-Feeling. Das Wichtigste ist natürlich, dass das, was man im Fernsehen sieht, über die Lautsprecher 100%ig so wiedergegeben wird. So ist es für mich das Allerwichtigste oder die oberste Priorität, dass der Ton absolut präzise ist und ganz genau zu dem passt, was momentan im Fernseher zu sehen ist. Das ist das Allerwichtigste. Das muss authentisch sein. Auch bei Markus Meyer hat es lange gedauert, bis er die optimalen Geräte zusammen hatte. Denn kein Lautsprecher und keine Anlage klingen in einem anderen Raum gleich wie in einem Raum zuvor. Jedoch ist es so, wenn wir heute eine gute Anlage suchen oder wenn man eine gute Anlage haben möchte, ist es einfach zwingend, die Produkte für den Raum auszusuchen und nicht einfach irgendwas willkürlich zu nehmen. Experten empfehlen TV-Gerät, DVD oder Blu-ray-Player aufgrund ständiger technischer Weiterentwicklung alle 3 bis 4 Jahre neu zu kaufen. Lautsprecher und Verstärker halten in der Regel ein Leben lang. Und hier noch ein weiterer wichtiger Tipp. Wenn man es richtig krachen lassen will und man wohnt in einer normalen Siedlung, dann sagt man halt den Nachbarn oder den Leuten, die unter oder über einem wohnen, einfach Bescheid. Und Freunde ist klar, die wollen meistens mehr Filme darauf gucken als man selber. Das ist logisch. Die laden sich dann ein. Gemütlicher als im Kino ist das sicher allemal. Vom Wohnzimmer nun in den Garten. Vergangene Woche haben wir Ihnen die verschiedenen Grillmodelle vorgestellt. Heute zeigen wir, auf welches Zubehör Sie auf keinen Fall verzichten sollten. Grillen macht Spaß, das steht eigentlich außer Frage. Wenn es allerdings ums Zubehör geht, stellen sich viele die Frage, was brauche ich eigentlich wirklich? Also ich sage mal, ganz wichtig ist, dass die Reinigung, die trotzdem der Grill auch ein bisschen braucht zum Schluss, dass da eine ordentliche Bürste dazu gepackt wird. Das sind meistens diese Edelstahl-Dreiecksbürsten, die einfach, wenn der Grill
dann abgebrannt wird, nach dem Grillen einfach nochmal die Asche ein bisschen abgebrustet wird. Ein wichtiger Artikel und genauso die Haube, dass der Grill einfach abgedeckt ist gegenüber im Moment Blütenstaub, Staub oder allgemeine Verschmutzungen. Das sind so die wichtigsten Sachen. Beim Holzkohlegrill würde ich einen sogenannten Startkamin dazu empfehlen. Als zusätzliche Möglichkeit bei den Grills sind Pizzastein, sind Möglichkeiten wie zum Beispiel eine Wokpfanne, kann ich bei vielen von den Grills mittlerweile einsetzen. Das sind einfach Zubehörartikel, wo der Kunde dann frei wählen kann, was ihm da gefällt und was ihm Spaß macht. Wer natürlich wie unser Regio-TV-Grillpapst Klaus Winter fast alles und vor allem ausgefallenes Grillen möchte, sollte auf professionelles Zubehör nicht verzichten. Die Möglichkeiten sind hier beinahe unbegrenzt. Woran auf keinen Fall gespart werden sollte, ist die richtige Grillkohle. Es gibt die ganz einfache und leider auch relativ schlecht gekokelte Grillkohle, die natürlich keine Temperatur bringt, die auch relativ schnell verbrennt. Also ich würde empfehlen, grundsätzlich beim Holzkohlegrill auch eine gute Kohle zu verwenden, so wie das einfach auch bei den Lebensmitteln gemacht wird. Gute Lebensmittel, gute Kohle gibt einfach perfektes Steak. Dennoch, nicht alles, was der Grillmarkt hergibt, wird wirklich benötigt. Einiges ist trotzdem von großem Nutzen, anderes nur lustiges Gimmick. Was ganz sicher ist, ohne Grill läuft im Sommer ohnehin schon mal gar nichts. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Kommende Woche unter anderem ein Thema Solarstrom vom eigenen Dach. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.